Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Hi! Okay. Ja, in der letzten Folge sind wir hier vor diesem Riesenmonument angekommen, haben es noch nicht untersucht und ja, da werden wir jetzt diesen Part machen. Allerdings würde ich erstmal ein paar Sachen hier auschecken. Während der Aufnahme sind mir nämlich ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar, ich habe einen neuen Poncho gefunden. Das ist mir irgendwie so nicht aufgefallen. Ich habe irgendwie nur Poncho-Material irgendwie gelesen und ja, weiß ich nicht. Habe irgendwie nicht so eins und eins zusammengezählt, dass da irgendwie eine neue Kleidung ist, aber ja. Gut, ja, warum nicht? Außerdem habe ich meine Vorbesteller-Codes angegeben für die, wisst schon, ja, für Vorbestellungsbau, was rede ich eigentlich? Den Vorbestellungsbonus habe ich eingegeben und ja, dadurch habe ich ein paar Sachen hier freigeschaltet, so designmäßig und ja, ich glaube, wir laufen mal damit rum. Ich müsste auch mein Lichtschwert irgendwie in einer anderen Farbe machen können, orange, aber da habe ich ja jetzt keinen Zugriff drauf und ja. Also lass mal noch blau, ne? Ah, ne, grün. Oh, ich habe nach unten gedrückt, also für Stimpaks und... Okay, damit kann ich mit Ihnen sprechen. Okay, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Hier passiert doch wahrscheinlich was voll Gutes, ne? Mal hier auf, sollten wir ja hingehen, ne? Seit zwei Parts ungefähr. Ich mach mal Licht an. Oder nicht, weil ich so breit bin für diese Pässe hier. Wahnsinn. Oh Gott. Habt ihr einen Bosskampf? Es ist gefährlich viel Platz irgendwie. Erreiche das Gewölbe. Gut gemacht, wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme, einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Okay. Und möge die Macht mit dir sein. Klingt sehr vertraut nach der Story von Knights of the Old Republic. Wir müssen einen Haufen Jedi-Meister und die ganze Galaxis finden. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Warum setzt du da nicht ins Wasser rein? Ich war allein, das tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für ein Jedi oder ein Droid. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey. Kommst du mit zu ein paar Freunden von mir?
Ja, stimmt, der war ja noch nicht auf dem Schiff, ne? Zweimal vor langer Zeit. Datenbank aktualisiert, mehrere auch Einträge. Mir fehlen übrigens hier noch ein paar Sachen, so ein Bogana, aber wir sind auch noch nicht alle Orte erkundet. Und ja, wird schon irgendwann mal wieder, ja, sieht ja sowieso so aus, als müsste man noch mal irgendwann jetzt zurückkommen, nachdem wir diese ganzen Typen gefunden haben oder Typinnen, weiß ich nicht. Und ja, gut, erst was mir einfällt, ist irgendwie diese eine Wand irgendwie hier, was irgendwie so aussieht wie eine Brücke oder so. Wo ist denn jetzt der Ausgang? Da, weiß ich nicht, da war irgendwie so eine riesige Brücke oder so eine Plattform. Da konnte ich, glaube ich, mit der Macht irgendwas machen. Und ja, im Moment noch nicht. Also ja. Was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Und dann kommen wir mal irgendwann jetzt zurück, wenn wir, weiß ich nicht, besser, stärker, gut aussehender sind. Wo kommst du auf einmal her? Und nun? Ja, ich würde gerne mal gucken. Ich meine, ich kann mich auch irgendwie teleportieren oder so, aber ja, ich will dann schon auf den, da ist der Weg nach Hause, ne? Wie komme ich überhaupt da zurück? Muss ich da echt die Karte benutzen? Warte mal. Nee, hier bin ich vollkommen falsch. Okay, guck mal. Kann ich mich nicht irgendwo teleportieren oder so? Ebene 3. Kann ich nicht zurück zur... Komm schon. 0 von 2 Truhen. Da stand jetzt gerade... So, wie komme ich denn jetzt da zurück? Das ist mal eine gute Frage, ne? Okay, also nicht. Ich glaube, ich werde hier noch ein bisschen rumeiern, so wie das ausschaut. Weil ich nicht weiß, wie ich nochmal zurückkomme jetzt. Da komme ich zurück. Von hier, ne? Gott. Ich würde die gerne mal alle umgehen. Hier sind irgendwo Gegner dabei sich. Ja, kann ich hier rüber? Okay. Ist auch unausweichlich, habe ich das Gefühl. Eine Wand. Bist du noch da? Mit oben heilt man sich. Okay. Ich habe die ganze Zeit nach unten gedrückt. Okay. Er war so fasziniert, weil ich perfekt geblockt hatte. Wie macht er das nur? So, jetzt lass mich bitte da ist auch noch irgendwas. Gott, wie komme ich da hin?
keine Ahnung. Irgendwie aus, als müsste ich von da kommen oder so. So, das ist mein Schiff. Wie komme ich jetzt dahin? Mal ganz ehrlich, da komme ich wieder zurück. Bin ich jetzt ganz blöd oder so? Kann ich mich nicht irgendwie dahin teleportieren oder so? Den Holo-Tisch auf der Mantis benutzen muss ich machen, ne? Ja, wie komme ich dahin zurück, Mann? Überhaupt keine Ahnung. Bonk. Als aus, als hätte ich gerade mein Lichtschwert weggeworfen. Jetzt mal ganz ehrlich, wie komme ich zurück? Ich habe keine Ahnung. Ah, meditier mal bitte. Ich gehe mal da lang. So. So. Boah. Alter. Was ist das denn hier unten? Also das kann ich da runter gehen, aber es sieht auch irgendwie voll aus, als könnte ich sterben. Wart. Du bist nicht tot. Aha. Am Schaden. Kann ich so schwer sein, jetzt hier wieder zurückzufinden. Von da komme ich dahin. Alter, ich habe keinen Plan, wie ich zurückkomme. Ich von hier oben? Ich muss von da oben, ne? Boah. Das Ding hat mich gerade voll im Möhre angegriffen. Ja, ganz toll. Da muss ich einfach hier so gerade auslaufen oder so. Geh weg. Ich gehe jetzt einfach so lang. Ja. Muss ja richtig sein. Oh. Hier ist sogar was. Hey, hier bin ich schon vorbeigelaufen. Hast du was? Oder etwa nicht? Vielleicht muss ich sogar eher runter oder so, ne? Vielleicht kann ich jetzt das Ding öffnen. Ich glaube, sie ist versiegelt. Ja. Ja, hier. Vielleicht bin ich ja sogar richtig. Scannst du wieder? Boah, jetzt findet er ja alles. Also muss ich hier lang, ey. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datumir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Also Ziel falsch, hat der Datumir. BD1, hier rüber. So, Tür zugegangen. Zurück wird schneller gehen. Da war ich ja schon. Da ist immer so ein Problem, ne? Wenn man ein Spiel zum ersten Mal spielt, da weiß man natürlich nicht, wo man hin muss. Ne? Jetzt schreien natürlich alle wieder, boah, wieso ist der nicht direkt dahin gegangen? Ah. Ja, mal da lang. Aber egal. Wir werden schon alles irgendwann hier finden, freischalten und so. Ist nur eine Frage der Zeit. So.
Bevor wir jetzt aber da hingehen, ne? Oh Gott. Da ist noch eine Truhe. Okay. Es ist. Ich glaube, das Ding ist irgendwie gedacht, so zu erledigen, ne? Oh Gott. Hilfe. Gott. So, jetzt muss ich noch mal da hoch gehen. So. Der Ding hat einen Boss-Balken, das macht mich irgendwie, weil nicht nervös, als müsste ich irgendwie das Ding erledigen. Also ja. Ah, hier waren wir auch noch nicht, glaube ich. Obwohl hier ist so ein Ding zum rüberlaufen. So, müssen wir da wieder zum Speicherpunkt kommen, genau. Dann springen wir noch mal darunter zu dem Ding. Wir machen es hoffentlich platt. Haben wir das auch erledigt. Oh Gott. Ne? Klingt das nach dem Plan? Ja, finde ich auch. Auch tue ich mich von alleine ein bisschen heilen? Sah so aus gerade. Ja, du bleib mal genau da. Dreck. Obwohl. Was war das? Was? Er hat sich voll geil. So von tot. Oh, ich krieg das nicht down, das Ding. Er hat sich voll geilt. Ja, gibt's nicht. Da ist auch noch eine Truhe, Mann. Oh, ich muss ich ein andermal halt dahin. Später irgendwann, wenn ich mehr HP und Verteidigung und so habe. Ich glaube, ich kann die Angriffe von dem Ding überhaupt nicht blocken oder so. Also, ja. Also nicht. Müssen wir halt ein andermal hier hinkommen, wenn ich noch mehr HP und noch mehr Stärke, Verteidigung und was weiß ich nicht habe. Wenn das überhaupt geht. So, gut. Ich hatte voll viel. Boah, ich bin schon wieder hier. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, fall ich auch noch einer runter, zweimal. Na gut. Okay, ich habe hier einen echt schlimmen Einstieg, habe ich so Gefühl. Irgendwie rennt er die Hälfte der Zeit nicht. Ich drücke wie ein Blöder rennen, aber macht nichts. Das Ding ist direkt hinter mir. Spreng. Okay. So, zurück zum Anzug. Ich habe genug jetzt hier. Genug verreckt, habe ich genug verehrt. Wir gehen zum nächsten Planeten und fertig. Boah, ich dachte, ich würde jetzt daneben springen. Ja, und ich weiß, wenn ich das Ding angreife, dann kriege ich meine Erfahrungspunkte und alles wieder, aber was soll's. Geh jetzt nicht noch mal extra zurück, ey. So, da ist noch ein Weg. Ja, da komme ich, glaube ich, nicht hin, ne? Nee. Glaube ich jedenfalls nicht. Au, what? Oh, okay. Meine Herren. Na, jetzt gehen wir mal noch vorher da unten hin gucken. Jetzt da was aufgemacht hat. Mein Druiden. Vielleicht ist da noch was zum Scannen. Ja, vielleicht kann ich jetzt diese eine Tür öffnen.
Ja, hier zum Beispiel noch, der ist einfach durchgegangen, ist klar. Und ja. Okay, ist noch nichts, alles klar. Weiß nicht, vielleicht hätte ich ja da zu dieser einen Werkstatt zurückgehen können und so, weiß man ja nicht. Jedenfalls, hier sind wir jetzt mal fertig, aber wir kommen ja noch mal zurück. Man kann es mal glauben. Guck mal, wie das Ding jetzt aussieht. Sieht aus wie Anakins. Falscher Eingang. Wie Anakins Schiff hier von Naboo. Also nicht direkt Anakins Schiff, aber das, was der Auge geflogen ist. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Das war alles Teil meines Grand Master Plans. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Motorgewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Vogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Ich habe so casually irgendwo rum. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist... Was weiß der Sinn von dem Holocron? Einfach nur so ein kleines... Ja, übrigens, Obi-Wan ist auch in diesem Spiel. Wodurch das Spiel jetzt? Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Okay. Aber erst einmal, ich habe so ein paar Dinger hier gefunden, glaube ich. Neue Samen gepflanzt. Kalpi. Okay, die werden automatisch gepflanzt. So. Nur. Sag Bescheid, wenn du weg willst. Ich werde hier sein. Und mein Lichtschwert. Ich habe viel Material, glaube ich, gefunden. Also, zeig mal. So, Farbe, aber mal Orange Premium im Leib. Orange ist Premium. Ja, nur Kadaver. My Ghetto Kampagne, Ombara Kampagne. Ja, dann tun wir mal so ein bisschen. Ja. Hin und her immer machen. Part würde ich sagen. Das sieht noch nicht schlecht aus eigentlich. Dann gucke ich mal beim Premium-Inhalt an. Schwertschmiede. Alles klar.
Ihr Thema mal ganz kurz oder betreten hat Dingen, nehme ich mal an. Und dann fliegen wir mal zum nächsten Planeten. Ich glaube, ich nehme ein ganz klein bisschen mehr auf, weil ich irgendwie in der ersten Hälfte des Parts gar nicht irgendwie erreicht habe. Nehme ich so 40 Minuten oder so auf, keine Ahnung. Ah ne, das muss ich machen, glaube ich. Ja, jetzt denkst du nach. Verschwinden wir von hier. Ja, Problem ist. Ich würde sagen, wir gehen an Datum her, weil hier gibt's. Das scheint kleiner zu sein, weil hier gibt es 4 Geheimnisse, 16 Truhen, da gibt es 43 Truhen und 14 Geheimnisse. Ich glaube, wir gehen dann erst zu denen, ne? Sia, fühlt ihr die Macht überhaupt noch? Ja, aber statt mich zu öffnen, unterdrücke ich sie. Du solltest genau das Gegenteil tun. Draußen fiel mir etwas über mich von vor der Auslöschung ein. Moment. Wir reden später. Habe ich gerade abgebrochen oder was? So. Also ich dachte, ich sollte mit dir noch reden, hast du doch gesagt. Gut, dann gehen wir zu, was war jetzt Datum hier? Wohin? Sieht irgendwo. So. Sepho, Pogano. Ja, guck mal, wir haben 6 Geheimnisse, da 16 Truhen. So, also gehen wir nach der Logik, dann sollten wir vielleicht erstmal hier lang gehen, ne? Komm, machen wir das. Datumir, los geht's. Moment, ich soll nach Datumir? Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen waren nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha, klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Datum hier ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Habe ich natürlich wieder einen richtigen Ort hier gewählt. Setz dich hin, Kleiner. Ah, hier hin. Nö. Setz dich hin, setz dich wohin. Da, boah. Wollte schon sagen, irgendwann müsste ein Ladebildschirm oder so kommen. Okay. So, okay, ich kriege hier schon extreme Korriban, Moriban-Vibes in diesem Ort. Das ist ein tödlicher, gefährlicher Ort. Ja, super. Bin gleich wieder da. Schon okay, Grease, alles wird gut. Ein Jedi ist hier. Alles sicher, ich bin sicher. Wisst ihr etwas über die Schwestern der Nacht von Datumir? Ein bisschen. Viele Jedi wussten nicht mal von ihrer Existenz, aber als Cordovas Schülerin hatte ich einen tieferen Einblick. Er hielt sie immer für interessant, wie die meisten alten Kulturen. Und was dachtet ihr? Ich war nie hier. Wollte es auch nie. Das war ungefähr zu der Zeit, als sich unsere Wege langsam zu trennen begannen. Die Dunkelheit hat immer Auswirkungen, so oder so. BD1, pass auf Cal auf. Keine Antwort. Okay, Grease, alles wird gut. Okay, wir wissen, was ich tue, den Part hier beenden. Fangen wir direkt im nächsten Part mit diesen
neuen Planeten an und gucken uns an, was hier so los ist. Also gehe ich mal kurz hier rein, mach mal den hier, wo mich aus, boom. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Jedi Star Wars Jedi Fallen Order. Ich bedanke mich als Zuschauer und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.